Wallers. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Liebe Zuschauer, unser heutiger Gast ist ein ehemaliger Fußballspieler und gehört zu den ganz Großen der deutschen Sportgeschichte. 8-mal deutscher Meister, 5-mal DFB-Pokalsieger, Gewinner des Champions Leagues, Europapokals und Europameister. Heute schätzt man ihn für seine Expertise als Sportkommentator und Moderator. In München treffe ich daher Mehmet Scholl und ich freue mich schon auf das Gespräch. Am besten vorne. Sehr schön. Hallo Hamid. Hi Mehmet, komm rein. Sehr gut, dann fahren wir schon mal los. Wir fahren jetzt zur Siebener Straße. Was verbindet dich damit? Oh, mein halbes Leben. Also ich habe 15 Jahre für Bayern München gespielt und bin den Tag jeden Tag, also jeden Tag dahin gefahren und teilweise sogar an freien Tagen, wenn ich noch ein bisschen schläfrig war, morgens aufgewacht und das Auto wollte automatisch dahin. Oh. Ja, also es war schon eine ganz, ganz tolle Zeit und eine große Liebe ist da entstanden. Sehr schön. Du kennst dich ja wahrscheinlich hier besser aus. Du bist Münchner? Jetzt fahren wir recht, ja. Richtig? Nein, ich nicht gebürtig. Ich bin aus Karlsruhe. Karlsruhe stimmt und hier hingezogen. Mit 21 hierher. Das heißt, ich lebe jetzt schon 25 Jahre. Wow. Ja, es gibt ja relativ wenig über deine Kindheit. Erinnerst du dich denn gern noch zurück? Ja, Wahnsinn. Ich glaube, so eine Kindheit wünscht man sich. Materiell gar nichts da gewesen. Zu essen immer, klar, Dach über dem Kopf immer. Keine Urlaube, keine teuren Klamotten, kein teures Essen gehen. Aber beide Eltern berufstätig, von morgens bis abends. Und der kleine Mehmet den ganzen Tag mit dem Ball unter dem Arm auf der Straße. Schon damals angefangen? Mit wie vielen Jahren ungefähr? Ja, das hat angefangen, mein richtiger Vater hat die Familie verlassen, genau. Hat Schulden hinterlassen, sehr viel Schulden. Und mein Stiefpapa, der für mich mein Vater ist, der letztes Jahr gestorben ist, der hat die Schulden übernommen und deswegen haben meine Eltern jeweils zwei Jobs gehabt. Und dann war der kleine Mehmet den ganzen Tag alleine und hat es sowas von genossen. Und abends, wenn ich heimgekommen bin, dreckig noch in die Badewanne, was zu essen gekriegt und das war meine Kindheit. Wow. Und dann ins Bett. Ja, würdest du denn auch nochmal deinen Vater mal kennenlernen? Also wer es verfolgt hat, mir hat 2016 komplett mein Leben umgedreht. Also sowohl Ehe als auch mein Vater verstorben und im gleichen Jahr auch mein richtiger Vater. Ach so, auch. Zurückgekommen. Aha. Und wir haben uns nach 40 Jahren tatsächlich das erste Mal wieder gesehen. Wir haben uns mit 28, habe ich ihn mal kurz gesehen. Ja. Und haben eigentlich einen ganz guten Draht zueinander gehabt. Aber es ist tatsächlich so, wie meine Eltern mir auch immer gesagt haben, er ist nicht unproblematisch. Hm. Er kann sich selber nicht wirklich gut einschätzen und seine Rolle auch bei anderen im Leben. Okay. Und dann hat er natürlich fatalerweise gesagt, der Sohn, der Mehmet, der müsste sich jetzt nach 40 Jahren jetzt endlich mal mehr Mühe geben, dass das Vater-Sohn-Verhältnis gut wird. Oh. Und das zeigt mir halt, er hat überhaupt nicht gewusst, mit wem er es zu tun hat. Er hat auch kein Interesse. Und das habe ich ganz schnell wieder eingestellt, also den Kontakt. Also er hat mir auch nicht gefehlt, nie. Achso, da wollte ich gerade fragen, was das für ein Gefühl war, vielleicht ihn auch mal nach so langem zu treffen. Schon schön, aber relativ, also weder mit Vorfreude noch mit Ärger, dass er die Familie verlassen hat. Und gar nicht, einfach entspannt. Ja. Und er hat dann eigentlich diese Anspannung reingebracht. Mhm. Ja. Dein Vater türkischer Herkunft, deine Mutter deutsche Herkunft. Mhm. Du bist am 16. Oktober 1970 geboren. Ja. Damals hieß du ja noch Mehmet Tobias Yüksel. Ja. Deine Mutter hat sich geschieden von deinem Vater und nochmal geheiratet. Genau. Meinst du, und natürlich du hast den Namen dann Scholl angenommen, meinst du, du hättest es leichter gehabt mit dem, oder schwerer mit dem türkischen Nachnamen? Das ist eine gute Frage, Hamid. Ich habe mir das auch schon mal überlegt. Das ist ja tatsächlich so, dass mein älterer Bruder, der ist 4 Jahre älter, der hat komplett beide türkischen Namen abgelegt. Also der heißt, er nennt sich Joachim Scholl. Aha. Und
Bei mir war es so, bei mir hat sich die Frage dann gestellt mit 10 Jahren, als dann Scholl der Nachname wurde. Und ich habe, da war ich aber in Karlsruhe schon als Mehmet bekannt. Mhm. Also nicht als Mehmet Yüksel, sondern als Mehmet bekannt. Und dann hat sich für mich die Frage gar nicht gestellt, ob ich jetzt aus Mehmet Yüksel Tobi Scholl mache. Also das ist Tobias Scholl, das hat sich gar nicht gestellt. Und deswegen ist es halt diese seltsame Kombination geworden aus türkischen Namen und deutschen Namen. Am besten in die mittlere Spur? Ja. Super. Ja, dann wie viel Türkisch steckt denn jetzt noch in dir, beziehungsweise wie viel Deutsch? Auch das ist eine sehr gute Frage, Hamid. Also, was an mir deutsch ist, das hat mir auch der Sport beigebracht. Mhm. Ich bin pünktlich. Mhm. Ich bin zuverlässig. Ich bin ein guter Freund, auf mich kann man sich verlassen. Mhm. Was habe ich noch deutsch? Ja, dann wird es eigentlich schon schwierig. Also ich bin sehr temperamentvoll, sehr leidenschaftlich. Also eigentlich im Leben alles, was ich mache, mache ich mit sehr viel Leidenschaft. Mhm. Ich habe sehr viel Liebe in mir, sehr viel Humor in mir. Das können sowohl deutsche als auch türkische Eigenschaften sein. Ja. Ja, also, aber das Feurige ist schon eher von der türkischen Seite. Also ich habe auch null Hang zur Spießigkeit. Ich habe keine Lust, Golf zu spielen. Ich habe keine Lust, Mercedes zu fahren. Ach so. Ich habe keine Lust, mein Auto zu waschen. Ich habe keine Lust, mein Auto auszusaugen. Ja. An freien Tagen. Ich habe keine Lust, in die Waschstraße zu fahren. Was ist denn noch, was haben wir denn noch typisch deutsch? Ich habe keine Lust zu nörgeln. Ich nörgle nie. Ach, gar nicht? Nie. Heftig. Was gibt dir denn besonders Halt im Leben, gerade wenn es viel um Wirbel um deine Person geht oder wenn du nach einer Trennung, wie wir das gerade schon gehört haben, wo holst du dir diesen Halt dann? Durch die Familie? Ja, grundsätzlich ist es ja in der heutigen Zeit so, dass die Menschen sind ja im Selbstoptimierungsmechanismus, im seelische Selbstoptimierung, berufliche, optische und da mache ich ja überall nicht mit. Mhm. Und ich habe ganz früh im Leben gelernt, musste ich auch aufgrund meines Berufes oder meiner Leidenschaft für den Fußball Entscheidungen zu treffen und damit zu leben. Und die Menschen im Moment sagen nicht mehr nein. Sie sagen weder zu ihren Chefs nein, noch sagen sie sonst im Leben nein. Jeder möchte, oder ganz, ganz viele möchten jemand anders sein. Niemand möchte mehr normal sein. Ich bin ein ganz normaler Junge, der eine ganz natürliche Grenze für sich gezogen hat. Wenn mir quasi jemand qua Position, also von oben herab, in meinen Bereich kommt. In der Sache richtig, aber die Art und Weise, wie es passiert, dann gehe ich sofort dazwischen. Deswegen bin ich auch abgereist beim Fernsehen. Ja, stimmt. Ja, und diese Konsequenz, die habe ich gelernt durch meinen Sport oder durch dieses ganz, ganz viel und früh Entscheidungen treffen und einfach damit leben. Und und die Summe dieser ganzen Entscheidungen hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Mhm. Und ich bin weit davon entfernt, mich für einen Spitzen, jetzt nicht, für einen Supertypen zu halten. Ich bin aber auch weit davon entfernt, mich total kacke zu finden. Nee, du hattest ja schon immer eine sportliche Figur, 1,77 Meter groß, 70 Kilogramm schwer. Mhm. Ist das noch aktuell? Das ist aktuell. Sehr schön. Aber dann lass mich raten, ist Sport wahrscheinlich dein Lieblingsfach gewesen, oder? In der Schule? Ja. Klar. Ja? Ja, ja. Gab es auch andere Lieblingsfächer oder war Sport das einzige? Ja, Sport und Englisch hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass mein Englisch auch ganz passabel ist. Ja. So generell war die Schule schon ein Riesenspaß für mich, weil ich halt einfach mich über schlechte Noten nicht geärgert habe. Über gute habe ich mich gefreut, die hatte ich allerdings selten. Ich bin dann in der 11. sitzen geblieben. Genau. Und dann, ich sage immer, ich war ein Jahr in Amerika, Austauschschüler. Klar, natürlich. Ja, kann man auch machen. Ne? Ja, also Latein, wegen Latein und Französisch hat es mich zerhagelt. Genau. Aber nein, Schule war für mich ein Riesenspaß. Ich hab mir da keinen Stress gemacht, meine Eltern haben mir keinen Stress gemacht. Ja. Das können wir dann da vorne irgendwo parken und dann können wir uns da auf den Kunstrasen setzen. Genau, das wäre super. Ja, du hast trotzdem dein Abitur dann absolviert. Genau, gar nicht so schlecht. Ja. 2,4? 2,4. Und warst damit zufrieden? Ja, total. Ja, ja komplett. Also ich meine, ich war zu der Zeit dann auch schon Profi. Mhm. Habe bei den Profis beim KSC schon mittrainiert und war da völlig locker. Also ich habe mir da auch keinen Prüfungsstress gemacht. Okay. Ich verstehe das sowieso nicht.
in der heutigen Zeit diese, auch da wieder der elterliche Optimierungswahn, gut reicht nicht, du musst sehr gut sein. Und nein, gut heißt gut. Und meine Kinder, wenn ihr gut nach Hause bringt, ich habe ja auch drei Kinder, und ihr wollt sehr gut haben, dann muss nicht ich mehr lernen oder ich euch mehr Druck machen, sondern müsst ihr das selber wollen und selber mehr machen. Also ich habe auch meine, die jetzt, die, der Große war nicht besonders gut in der Schule, da hat die Mutter Druck gemacht. Die erste Ehefrau von mir, bei die meine große Tochter, die ist völlig ohne Probleme, ohne Druck, ohne Stress, hat die den Übertritt geschafft. Perfekt. Auf dem Gymnasium kommt allerdings jetzt an Grenzen, was ich auch okay finde. Lass doch die Kinder auch mal scheitern. Also ich bin ja jetzt auch letztes Jahr grandios gescheitert im Leben. Und mein Leben hat sich in eine komplett andere Richtung entwickelt. Spannend, neue Leute, neue Musik, neue Themen, ganz neue Einblicke auch in die Gesellschaft, dass wir halt alle durchs Internet so durchgepfeffert werden und beschleunigt werden, dass wir, dass man überall gesagt kriegt, in der Werbung, im Fernsehen, im Radio, im Internet, was, das reicht dir, wie du bist? Ja. Ja. Und ich habe hier eine gute Zeit und ich möchte gute Leute um mich herum haben. Ich mag keine schlechten Leute mehr um mich herum. Perfekt. Tolle Erfahrung, die du auch deinen Kindern weitergeben kannst. Die spüren das, ja. Wenn sie bei mir sind, ist Liebe, Freiheit, gleichzeitig trotzdem Erziehung. Erziehung, genau. Klar. Gleichgewicht also halten. Das. Ja, im Prinzip die Kinder, ich habe das ja nicht erfunden, sondern mein Vater hat es so mit mir gemacht. Ich nenne es liebevoll konsequent. Das heißt, wenn alle auf mir rumgehackt haben und ich unten war, hat er mich reguliert nach oben. Habe ich gedacht, ich bin der Größte, hat er mich nach unten reguliert. Und zwar nicht künstlich, sondern hat er dann auch auf den Moment gewartet. Hat er gut gemacht, top. Perfekt. Habe ihn noch 3 Monate in den Tod begleitet. Und so einen Monat vom Tod, er war auf Palliativ, kann ich übrigens jedem empfehlen. Er ist ohne Leid gestorben, er hat keine Schmerzen mehr gehabt. Er ist in den Tod begleitet worden. Und ganz tolle Erfahrung auch für mich. Und der hat, und da habe ich immer gesagt, Vater, haben wir eigentlich noch ein Thema? Wie? Ja, gibt es noch irgendwas, was zwischen uns, was nicht aus... Nö. Oh. Sag ich, ja, ich habe es auch nicht. So war, das war die Erfahrung. Und dann konnte ich ihn auch loslassen, dann hat es mich 2 Tage zerhagelt. Mit der Trauer und seitdem keine Sekunde mehr getraut. Wow. Also es war heftig. 2016 war ein Jahr, wow. Das heißt, es kann besser werden und es wird besser auf jeden Fall. Es ist jetzt schon grandios. Sehr schön. Aber viele Schmerzen dabei. Ich sage immer, ich bin in München den Jakobsweg gegangen. Also das ging 5-6 Stunden spazieren gehen, damit der Controller das überhaupt packt, wie es weitergeht. Und auch hier wieder, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich verlasse das Haus, die Familie. Dann 2 Monate später habe ich die Entscheidung getroffen, ich kehre auch in dieses Haus nicht mehr als Besucher zurück. Und ich nehme auch den Hund nicht mehr. Und in dem Moment haben sich ganz, ganz viele andere Dinge entwickelt. Aber natürlich erst, als man Dinge entschieden hat. Das ist die Erkenntnis aus dieser krassen Zeit. Wow. Da können einige davon lernen. Weiß ich nicht. Also ich habe gemerkt, dass man selber, also wir müssen selber, hör zu, wir müssen uns selber eine gute Zeit machen. Erst wenn wir eine gute Zeit haben, können wir es für andere schaffen. Aber die meisten Menschen hoffen, dass es von außen kommt. Es kommt nichts von außen. Ja. Nee, das interessante Gespräch führen wir draußen dann weiter. Ja. Das wird langsam warm hier. Ja. Sehr schön. So, wo sind wir jetzt denn genau? Jetzt sind wir in meiner Heimat. Das ist das FC Bayern Trainingsgelände. Wir haben eigentlich nicht auf dem Kunstrasen trainiert normalerweise, sondern auf der anderen Seite. Da hinten, aber da ist, glaube ich, jetzt auch Filmverbot, aber das macht nichts. Das hier war 15 Jahre meine Heimat. Ich habe 76 angefangen beim SV Nordwest, bin 85 zum KSC gegangen, bin Profi geworden 89 und bin 92 gewechselt zu Bayern München. Okay. Mehr war es nicht in meiner Karriere. Nee, dann war ich noch 15 Jahre hier und dann war es. Dann nehme ich das so. Ja. Nee, sehr schön. Wissen wir schon mal, welchen Gang du gegangen bist, aber viele Jugendliche wünschen sich das auch meist, dass sie so schnell die Karrierestufe hinaufsteigen können. Hast du jetzt gerade schnell gesagt? Na, aber dass es so effektiv ist, läuft, ist ja nicht immer so. Also lieber Hamid, jetzt muss ich dir sagen, das hat, also meine ganze Karriere durch, das hat sauber geholpert. Und zwar richtig geholpert, mit Rückschlägen, mit Verletzungen,
Jeder meiner Trainer in der Jugend hat mir gesagt, egal ob bei Nordwest oder beim KSC oder am Anfang auch bei Bayern, aus dir wird nichts, aus dir kann nichts werden. Und ich war einfach beharrlich. Ich wollte auf den grünen Rasen, ich wollte mich mit den Besten messen und dafür habe ich zusätzlich trainiert, mehr trainiert, gezielter trainiert und habe mich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen lassen. Wir kennen doch alle jetzt diesen Trainertypus, der jetzt auf den Markt kommt, die alle mit 19 aufgehört haben wegen einer schweren Knieverletzung und jetzt Trainer sind. Richtig, ja. Ja, mein rechtes Knie hat sich verabschiedet mit 16 Jahren. Es war kaputt. Es war klar, das wird, wenn ich alt bin, kaputt sein. Und trotzdem habe ich es durchgezogen. Und die Jens Jeremies, da war der Knöchel kaputt mit 15 Jahren. Und trotzdem die Karriere. Brazzo hatte seinen Ellbogen kaputt. Trotzdem diese Karriere. Also das ist quasi die Ausrede bei ganz, ganz vielen. Ich sage nicht alle, aber bei ganz, ganz vielen für mangelndes Talent. Deswegen frage ich mich auch natürlich, wie sehr sich der Fußball dann verändert hat. Weil wenn heutzutage jemand ein kaputtes Knie hat, dann spielt er ja gar nicht. Ja? Dann ist er auf der Auswechselbank oder ja, eben gar nicht dabei. War es dann früher anders? Nee, ich habe nicht mit Schmerzen gespielt, sondern ich habe halt geschaut, dass mein Körper in einem Zustand ist, dass das Knie die Belastung verträgt. Dafür musste ich ja den Oberschenkel mehr trainieren, den Rücken mehr trainieren, das Ganze stabilisieren und dann geht es, dann funktioniert es. Es wird ja nur jetzt problematisch, wenn im Alter irgendwann die Muskulatur nachlässt, ja. Dann kommen die Schwachstellen. Deswegen schaue ich, dass ich so viel wie möglich Ganzkörperkrafttraining mache, ohne Gewichte. Und toi, 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 mir fehlt eigentlich im Prinzip, ich weiß, wo meine Schwachstellen sind, mir fehlt gar nichts. Sehr schön. Wie sehr hat sich dann der Fußball dann verändert für dich? Von damals zu heute? Er ist schneller geworden, physischer geworden. Die einzelnen Spieler sind nicht besser geworden, entgegen der weitläufigen Meinung. Weit und breit hat Deutschland keinen Lothar Matthäus mehr gehabt. Ja. Keinen Stefan Effenberg, da kommt der Schweini noch am nächsten hin, vom Wesen her. Und wenn ich jetzt vergleiche, wie gut wir waren 2001, und dagegen stelle, wie gut die 90er Weltmeister waren, ja, da hätten wir keine Chance gehabt gegen die. Da war jeder einzelne Spieler, war eine Persönlichkeit. Andi Brehme, Lothar Matthäus, Pierre Littbarski, Klaus Augenthaler, Guido Buchwald, Bodo Egner, Thomas Berthold, Thomas Hässler, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann. Das waren natürlich Brecher alles. Ja, und zu meiner Zeit wurde das schon weniger und jetzt, wir sind gerade auf dem Weg, auch wieder diese Trainergeneration, die jetzt in die Jugend auch reingeht, die töten die Kinder. Das heißt, es gibt drei verschiedene Spielertypen. Es gibt die Kreativspieler, nehmen wir ein Beispiel Ribéry. Das ist auch die Straße meistens mit drin, die haben es auf der Straße gelernt, die sind mit allen Wassern gewaschen. Dann gibt es die machtvollen Spieler, so Effenbergs, Schweinsteigers, Lahms, die dann, wenn es schlecht läuft, die alle auf Kurs halten. Und es gibt die normalen Mannschaftsspieler. Dieser Trainertypus kann mit der Straße gar nichts anfangen. Ja. Die wird sofort aussortiert, das sind alles Asoziale. Mit den Spielern, die mündig sind, die eine eigene Meinung haben, können sie auch nichts anfangen. Das heißt, oben kommen lauter Normale an. Du gewinnst aber nicht mit lauter Normalen. Du brauchst eine Mischung. Ja. Nur mit Normalen gewinnst du nichts. Das wird auf uns zukommen. Also wir kriegen in 5 bis 10 Jahren ein Riesenproblem. Also auch schon mit der Mannschaft, die wir jetzt unter Jogi Löw haben? Nee, gar nicht. Wir kriegen im Unterbau Probleme. Der DFB fängt Gott sei Dank ganz, ganz viel auf davon, was eben diese Fußballlehrer, Quereinsteiger, nicht vom Fach sein, was die an den Kindern fabrizieren. Ist der Fußball dann auch heute auch mehr Kommerz ausgerichtet, deiner Meinung nach, als früher? Es wird ja immer gesagt, so Kommerz. Ich behaupte, es ist jetzt erst losgegangen mit dem Geldverdienen. Also es wird einem schwindelig bei denen so, auch völlig zu Recht, aber das Geld ist ja im Markt. Also jetzt kommen die Chinesen, jetzt kommen die Oligarchen, die Araber wollen mit rein oder die Scheichs. Und die nächsten, die jetzt kommen, ist, hey, Google sagt jetzt auf einmal, hey, was machen wir denn mit unseren 60 Milliarden Überschuss? Ach komm, wie viel kostet die Bundesliga? 500 Millionen? Ja, wir geben euch 2 Milliarden, dafür haben wir das. Das wird jetzt passieren. Und der durchschnittliche Spieler wird noch viel, viel mehr verdienen als jetzt. Aber das kommt ja so nach außen nicht raus, oder? Oder weiß man, dass Google da jetzt investiert? Oder? Nee, aber das wird ja kommen. Ja. Ach, richtig. Ja, da bin ich gespannt, wie sich der Fußball da doch entwickelt. Ja, zurück, oder? Vom Geld her zurück, auf gar keinen Fall. Ja. Es ist ja so viel Geld im Markt. Ja. Ja, du hast ja auch als Spieler hast du knapp 36 Länderspiele bestritten und 392 Bundesligaspiele. Fast alle wichtigen Titel hast du gewonnen.
Ein Titel hat dir gefehlt, das ist der des Weltmeisters. Und wie wir schon gerade gehört haben, Schuld daran waren ja auch Verletzungen. Lag es wirklich daran? Nein. Sage ich auch ganz offen, wenn es jemand wissen will. Ich bin zwar Europameister, wir sind Europameister geworden, aber ich konnte es nicht verhindern. Also so, ich war dabei, aber habe nicht wirklich was dazu beigetragen. Ich bin zwar Europameister, aber grundsätzlich muss man sagen, meine Nationalmannschaftskarriere ist gescheitert. Das hätte viel größer sein können. Klar, es gab andere Gründe. Die Ehe zwischen Mehmet Scholl und der DFB, bis heute funktioniert das nicht gemeinsam. Also das sind unterschiedliche Lebens- und Denkmodelle, die sich nicht miteinander berühren. Das funktioniert einfach nicht. Ich finde es aber auch nicht schlimm. Ja, du hast dann auch noch den Job als Fußballtrainer, auch jetzt hier beim FC Bayern München gesucht, wo du die Mannschaft betreut hast. Aber wieso hast du damit aufgehört? Ja, das gibt mehrere Begründungen. Zunächst mal zu der Trainertätigkeit, das hat mich total erfüllt. Und das einzige Argument, wenn wieder auf mich draufgeknüppelt wird, im Internet, in den Zeitungen, ist immer gleich. Als Trainer versagt. So, und jetzt, weil sich sonst keiner nennt und keiner recherchiert, nenne ich die Fakten. 1,93 Punkte pro Spiel. Das ist 0,2 weniger als Pep hatte bei Bayern München. Spieler begleitet Emre Can, Pierre-Emil Højbjerg, David Alaba, Diego Contento, Thomas Kraft, Mehmet Ekici, Alessandro Schöpf, der jetzt in Schalke spielt, Mitch Schweizer, der jetzt bei Hertha spielt, die waren alle bei mir, aber die waren scheiß jung. Die waren alle noch A-Jugendspieler und ich habe aber gesagt, die müssen jetzt Herrenfußball lernen, weil sie dann erst die nächste Stufe nehmen. Dann hat es natürlich ein bisschen gedauert, bis sie sich adaptiert haben. Und jedes Mal in der Rückrunde, also einmal wurden wir in der dritten Liga Achter, hat auch nie wieder eine zweite Mannschaft erreicht, mit 1,53 Punkten im Schnitt, hat nie wieder eine zweite Mannschaft erreicht. Und im zweiten Jahr 1,93 Punkte, Zweiter geworden und diese ganzen Spieler zu Männern gemacht. Ja. Das war mein Auftrag. Und wenn jetzt, und ich muss immer schmunzeln, weil das ja so unrecherchiert hinterfragt wird, und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Aufgehört habe ich im ersten Jahr unter Van Gaal, der ein ganz furchtbarer Typ war, der alles hier in Angst und Schrecken versetzt hat, außer Uli Hoeneß und mich. Krass. Wir beide ihm eigentlich die Stirn geboten haben und ihm gesagt haben, so funktioniert es nicht. Ja, es muss auch eine menschliche Ebene geben. Also hat Uli erst mit ihm gebrochen und je erfolgreicher er wurde in diesem ersten Jahr, desto mehr Druck hat er gemeint, auf mich ausüben zu müssen. Mir in meine Ausbildung reinzuquatschen und ich habe ihm aber gesagt, ich fahre ein anderes Rennen hier unten. Ich bin noch in der Ausbildung. Meine Spieler sind 17 Jahre, die müssen mehr trainieren, die müssen härter trainieren. Wenn ich sie dir rübergebe, dann kannst du sie behalten, dann will ich sie auch nicht mehr, dann sind sie soweit. Aber bis dahin lass mich arbeiten. Und das hat aber nicht aufgehört und dann hatten wir 7 Wochen vor Ende, habe ich ja schon gesagt, dass ich aufhöre, hat er nochmal mit mir irgendwie am Telefon Streit angefangen und da habe ich zu ihm gesagt, pass auf, Louis, ruf mich nicht mehr an. Lass mich diese 7 Wochen. Die werde ich gut machen. Ich wünschte auch, dass du die Champions League gewinnst. Damals ist Bayern ins Finale gekommen. Aber sprich mich nie wieder an. Ja. Nächsten Tag auf dem Trainingsgelände treffe ich ihn, nimmt er mich in den Arm und sagt, guter Mann. Wo ich gedacht habe, okay, jetzt nimm die Pillen, ja, oder wechsel deinen Dealer oder mach irgendwas. Ja? Aber meinst du, wäre es unter Pep Guardiola oder Ancelotti jetzt anders gewesen? Sicher. Ja? Das wäre eine ganz andere Match. Ich war ja im zweiten Jahr dann bei Jupp Heynckes Chef. Ah, okay. Da hat der Jupp gemeint, Mehmet, die Spieler, die du mir rüberschickst, das sind doch nicht deine Besten. Da habe ich gesagt, nee, meine Besten brauchen körperlich noch und von der Mentalität her noch. Die kriegst du im Winter. Ja. Und dann werden die bei dir ohne Probleme mithalten. Genau. Habe ich verabschiedet, Emre habe ich verabschiedet mit den Worten, wir sehen uns nicht mehr. Wir sehen uns nur noch zu den Spielen, weil Jupp wird euch da behalten. Ja. Weiß ich jetzt schon. Ich hab gesagt, Jupp, ich sag dir nichts über die Spieler, sie werden nicht abfallen. So, Emre in dem Jahr hochgerutscht, Pierre-Emil hochgerutscht, die habe ich dann nur noch zu den Spielen gebracht. Aber die haben dann da oben den nächsten Schritt gemacht. Das war meine Aufgabe. Und wie kam es zu deinem nächsten Schritt, also TV-Kommentator bzw. Experte bei der ARD? Wie die Jungfrau zum Kind. Also es hat angefangen mit 6 Einsätzen bei der Euro 2008.
Genau. Dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen einen zweiten Experten hinter Günter Netzer, der halt diese Nachmittagsspiele moderiert. Ja. Okay, wenn, wollt ihr, dass ich das mache? Ich habe mir nie selber einen Auftritt von mir angeschaut. Wollt, seid ihr euch sicher, auch mit meinem Humor und so? Ja, ja, ist gut. So, und irgendwann stand im Raum, ich habe mich weder beworben noch sonst irgendwas, ja, Netzer hört auf, wir möchten, dass du das machst. Ich, war nie mein Ziel, war nie meine Intention. Aber wenn ihr das meint, dann mache ich das halt. So, und da ist jetzt was draus geworden. Wenn man das anstrebt, kriegt man es nicht. Ja. Ganz viele Sachen übrigens im Leben, wenn man sie anstrebt, kriegt man sie nicht. Ja. Aber wenn man Dinge entscheidet und dann es laufen lässt, dann passieren eigentlich gute Sachen. Auch mal harte Sachen, aber auch viele, viele gute. Mit welchem Anspruch gehst du auch mit dir selbst dort in jede einzelne Sendung rein? Ist im Prinzip nur ein Anspruch, den ich habe. Den Menschen. Mhm. Unser Spiel, das wir so sehr lieben, möglichst einfach darzulegen, damit sie verstehen, auch mit einfacher Sprache, was passiert da gerade. Mhm. Und ihre Sinne zu schärfen und ihnen quasi meine Augen zu geben und zu sagen, schaut hin, die und die Muster wiederholen sich immer. Da und da haben die Mannschaften Probleme oder das und das machen sie gut. So, mehr ist es nicht. Ich habe auch eine andere Sprache, die habe ich dann im Fußballlehrer in der Ausbildung gelernt und da habe ich zu meinem Ausbilder gesagt, du wirst diese Sprache nur genau einmal von mir hören, wenn ich vor dir stehe und du mich abfragst. Ansonsten ist die tot. Also wir reden jetzt von einer diametral abkippenden Doppelsechs, wir reden von der Top 5 über den Flügel, wir reden von der Dispo-Wand, wir reden von Parameter. Es war unsäglich, diese 11 Monate, ich habe es durchgehalten. Ja. Meinen ganzen Ärger nicht immer runtergeschluckt, aber meistens und dann als gesunder Mensch da rausgekommen. Was man nicht von allen da. Was war vielleicht auch das Schönste an diesem. War das eine Ausbildung dann? Da war nichts schön. Da war nichts schön. Nee, das ging dann so weit. Das ist eine Verkaufsveranstaltung. Das heißt. Alle Trainer lernen, sich zu verkaufen, sich zu präsentieren, lernen sämtliche Systeme vorwärts, rückwärts zu furzen. Aber sie lernen nichts über die Profis, wie Profis ticken. Sie lernen nichts über Strukturen erfolgreicher Mannschaften. Ja. Das sind die zwei wichtigsten Punkte, Thema Menschenführung plus Struktur. Und das habe ich mir alles dann selber hinterher erst erarbeitet. Und das war das Enttäuschende. Und dann saß ich... Nach 8 Wochen saß ich immer noch im Zivil da, also nicht mehr in den Anzügen, Trainingsanzügen. Und hat mich unser Ausbilder gefragt vor der Gruppe, Mehmet, warum hast du eigentlich deine Trainingsklamotten nicht mehr an? Sag ich, weil das, was wir hier tun, mit Sport nichts zu tun hat. Und tatsächlich ist der DFB aber jetzt, die schwenken gerade um, die merken, dass die Struktur des Lehrgangs gut ist, aber dass man die Inhalte verändern muss. Und würdest du auch mithelfen, vielleicht auch diese Sachen dann auch zu verändern oder im Positiven? Na klar. Na klar, ich weiß nicht, ob da großes Interesse besteht, aber bisher war es so, dass ich einen Vortrag jedes Jahr vor den angehenden Fußballlehrern gehalten habe. Okay. Und dass ich den aber immer erst nach den Prüfungen halten durfte, weil der Ausbilder gesagt hat, das würde euch zu sehr verwirren, wenn ihr das früher gehört hättet. Also, ja. Du wolltest noch was sagen? Oder? Nee, ich warte jetzt schon, wann diese Frage kommt. Ja, jetzt kommt diese Frage auch schon. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Wenn man sich ja auch die Bewertung deiner Expertise anschaut in den sozialen Medien etc., dann schwebt das schon so, als würdest du polarisieren. Ja? Gerade viele werfen dir auch vor, dass du egozentrisch wärst vor der Kamera. Also ich sag das nicht, das sind andere Meinungen. Du darfst alles sagen. Ja? Du würdest wüten ohne Begründung. Mhm. Würdest du dem zustimmen? Überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Zunächst mal, Leute, ja, ich weiß, sehen die mich jetzt im Internet, ja, ne? Genau. So, mal alle langsameren beruhigen. Das Internet ist das hysterischste Medium, das es jemals gab. Oh ja. Ja, also das ist so schnelllebig. Gestern war es ich mit dem Shitstorm, dann ist der. Dann gibt es Häme bei Boris Becker. Was soll das? Entspannt euch mal. So. Interessant ist, die Eigenschaften, die mir jetzt da zugeschrieben werden. Niemand, der mich kennt, würde mir irgendeine Eigenschaft davon geben. Es ist tatsächlich hinter jeder Analyse, das kann ich auch gleich erklären, ist eine Struktur dahinter.
ja, die Struktur, das sind vier Punkte, die ich abgleiche mit den Blicken. Das würde jetzt zu lange dauern, die im Einzelnen genau zu erklären. Es geht, Punkt 1, wichtigste Menschenführung. Wie sind die Menschen, die da laufen, unterwegs? Haben die Freude oder haben sie Angst, die Spieler? Das Zweite ist, wie ist die Mischung aus kreativen Führungs- und Mannschaftsspielern? Die muss immer, erfolgreiche Mannschaften haben immer das gemeinsam, dieses Gebilde. Wie ist die Basis, das Dritte? Zweikämpfe, Fitness, Leistungsbereitschaft, Technik und erst dann kommt Taktik. Okay, das ist der vierte Punkt. Jetzt hat Jogi Löw, das wurde mir ja vorgeworfen, bei der EM hat er den zweitwichtigsten Punkt, die Struktur einer Mannschaft. Wir haben uns gefunden gegen die Slowakei, ja, haben ein super Spiel gemacht. Da hat sich ein Team gefunden. Und diese Struktur hat er aufgebrochen und kaputt gemacht für eine taktische Idee, für den viertwichtigsten Punkt. Jetzt sind wir mit ganz, ganz viel Dusel gegen Italien weitergekommen. Ja. Man hätte es aber auch mit der Struktur, mit dieser Mannschaft lösen können. Das habe ich Ihnen vorgeworfen, aus dieser Analyseform raus. Was ist passiert? Es war klar, wir werden gegen die erste Mannschaft, die alle vier Punkte erfüllt, rausfliegen. Und das waren nun mal die Franzosen. Die haben saumäßig Schiss gehabt, in dem Fall hat sie das beflügelt. Sie haben eine gute Struktur gehabt, immer gleich gespielt, Basis, sie sind um ihr Leben gerannt. Und Taktik ist dann nicht mehr so wichtig, hat gepasst. So, was haben wir gemacht? Wir konnten nicht mehr zur Slowakei-Formation zurück, weil Boateng war verletzt. Ja. Khedira war raus und Gomez. Das heißt, wir haben eine neue Mannschaft gehabt und jeder hat irgendwas gemacht. Und dieses Gebilde, wo jeder dann irgendwas probiert und auch will, verliert immer gegen ein eingespieltes Gebilde. Ja. Und im Finale waren beide Mannschaften, die alle vier Punkte erfüllt haben. Und das steckt dahinter. Das steckt dann dahinter, wenn ich sage, für eine taktische Idee die Mannschaft zu opfern, führt in der Regel nicht zum Erfolg. Gut, jetzt kann man darüber streiten, ob das mit dem Herrn Siegenthaler hätte sein müssen. Okay, dafür liebe ich aber den Sport, dass ich da auch und die Mannschaft auch, dass ich da halt auch als Fan spreche und emotional bin. Ich liebe die deutsche Nationalmannschaft. Also, ja, ja, und bin da voll mit Emotionen dabei. Wenn ich das nicht mehr bin, kann ich aufhören. Was hältst du denn auch vom Auftritt beim Confed Cup, wo sie mit einer so ganz jungen Mannschaft wirklich erfolgreich war? Toll. Ja. Und da nehmen wir meine vier Punkte. Ja, genau, wollte ich gerade so. Was Jogi Löw immer gut macht, immer perfekt macht, ist Menschenführung. Mhm. Ja, und auch die Spieler auf die richtigen Positionen stellen, wo sie ihre Stärken haben. Er lässt sie gelten, er unterscheidet in der Ansprache zwischen, du musst ja jetzt einen Schweini anders ansprechen als einen Özil. Du musst einen Kimmich anders ansprechen als einen Hummels. Und das macht er perfekt. Also erster Punkt ist schon mal immer erfüllt. Mannschaftsstruktur ist auch immer stark. Ja. Also er baut sie gut zusammen. Wir gehen immer fit in die Turniere, topfit. Das heißt, er hat immer schon mal drei Punkte, die drei wichtigsten Punkte macht er richtig. Deswegen ist er ein großer Trainer. Auch wenn ich dann mal anderer Meinung bin. Genau, aber das kann man immer sein. Und dann heißt es natürlich sofort wieder, der Scholl als eigener Trainer versagt. Schaut es euch an, lest es nach. Und das Schlimmste ist ja für mich in der heutigen Zeit, deswegen lese ich das auch nicht mehr wirklich, wenn was über mich steht, es wird nicht mehr recherchiert. Es wird jetzt übernommen und irgendwann habe ich einen Journalisten, der wieder geschrieben hat, Mehmet Scholl in Augsburg als Trainer im Gespräch, wo ich mich nie ins Gespräch bringe, stand drin. Aber wegen seinem erfolglosen Engagement bei Bayern München ist es eher unwahrscheinlich, habe ich den angeschrieben. Ja. So, wollen uns auf den Kaffee treffen. Ja. Nach diesem Gespräch hat er gesagt, oh, das wusste ich alles gar nicht. Und da habe ich aber gesagt, aber das wäre ihr Job gewesen. Ja. Ja, also du wirst halt dann, das schreibt einer, dann noch einer, ebenso bei der EM auf einmal, Riesenaufschrei. Bam, ein Reporter schreibt in einem Nebensatz, Mehmet Scholl, übrigens von Fernsehgeldern, von Zuschauergeldern 1,4 Millionen Euro pro Jahr. 1,6. Und du sitzt in Paris und du kannst nicht reagieren. Was ist passiert? Der gleiche Journalist schreibt drei Wochen nach der EM, sagt er, alle Zahlen haben gestimmt. Gut, bei Mehmet Scholl, da haben wir uns getäuscht, da haben wir übersehen, dass ein Dreijahresvertrag ist. Das ist echt schlimm. Also, und du kannst nicht reagieren. Ich habe zur ARD gesagt, legt mein Gehalt offen. Mir ist es wurscht. Ich hab das ja nicht selber ausgehandelt. Die ARD hat gesagt, nein, wir haben dir unser Wort gegeben und die Summen kommen nicht raus. Ich habe kein Problem damit. Und so, wenn so der Journalismus funktioniert, dann
dann lese ich auch nichts mehr. Was soll ich da lesen? Ist auch so. Aber kannst du dir auch vorstellen, irgendwann als Trainer wieder zu fungieren? Ja. Ja, ist große Leidenschaft. Und es hat auch funktioniert. Nochmal. Ja, ja. Es hat funktioniert. Die Kinderchen waren Scheißjungen und waren null erzogen. Mit Erziehung meine ich, es geht im Fußball ums Gewinnen. Um nichts anderes. Und das war halt, für ihn hat gereicht, wenn es gut aussah, wenn sie gut kicken konnten. Aber wie man gemeinsam durch Schlachten übersteht, wie man für seinen Kollegen einsteht, wie man Verantwortung übernimmt, das waren halt Kinderchen, das wussten sie noch nicht. Wer wäre für dich so der beste Fußballer der Welt? Jetzt im Moment? Ja. Und Messi und Ronaldo sind oben drüber. Ich habe ja auch immer gesagt, trotz des Ronaldo-Spruchs, das eine ist, wie man ihn als Person findet, da kann ich nichts mit ihm anfangen. Aber das andere ist, dass er ein großartigster Fußballer ist. Großartigst und fleißig und talentiert und begabt und vernünftig. Der muss vernünftig sein und er muss ein guter Junge sein, sonst würden seine Kollegen ihn nicht so lieben. Ja. Also ich glaube, diese Show, die er nach außen macht, mag ich nicht, brauche ich nicht, aber den Sportler, den muss man respektieren. Das heißt zusammenfassend, deine Leidenschaft, Musik und Fußball. Ahmed, ich könnte sagen, es gibt noch mehr Leidenschaft. Ich mache eigentlich im Prinzip alles, was ich mache im Leben, mit Leidenschaft. Ja. Also ich hab auch leidenschaftlich gelitten im Winter. Ja, ich bin leidenschaftlich auch im Tal gewesen. Aber nicht suhlend und jammernd, sondern einfach akzeptierend. Ja, du kannst doch nicht im Leben, ich führe ein ziemlich extremes Leben. Jetzt nicht extrem im Sinne von extrem reich, extrem arm, extrem unterwegs. Die Gefühle, die Dinge, die passieren bei mir, sind extrem. Aber ich kann doch nicht sagen, es war ganz, ganz lang extrem gut. Ja. Und jetzt kommt das extrem schlecht und dann schreie ich nach Mama und sage, das hat mir aber keiner gesagt. Nee, das will ich nicht, dann will ich lieber in der Mitte leben. Ich kann es halt nicht. Mir passieren krasse Dinge im Leben und ich akzeptiere es. In jedem Leben, bei jedem, ja. Ja, es gibt aber Menschen, die Extreme einfach meiden. Also mit Extrem meine ich auch, ich habe meine Frau auch extrem geliebt. Beinhaltet natürlich auch, dass dich das extrem verletzt, wenn es dann eben nicht mehr klappt. Ja, aber viele Menschen wollen ja gar nicht sich so öffnen oder eben, und ich kann aber nur so. Und dann darf ich halt nicht jammern, sondern wenn dann was schief geht, sondern dann muss ich halt sagen, okay, haben wir wieder eine Hürde, haben wir wieder einen Widerstand. Kennen wir schon, haben wir schon tausendmal überwunden. Und irgendwann sind die Hürden immer weniger geworden. Also es bringt nichts, von der Hürde umzudrehen. Weil von allen Seiten ist eine mindestens. So, und wenn du die erste hast, dann kommt wahrscheinlich gleich die zweite, die dritte, immer wieder und du sagst, ey, irgendwann, wieso soll ich da immer drüber? Aber ich kann euch versprechen, je öfter man drüber geht, desto größer werden die Abstände und die Hürden. Und jetzt hatte ich lange keine, hat mir das Leben gleich 3, 4, 5, 6 2016 reingepflockt. Ja und? Ja, okay. Soll ich nach Mama schreien oder heulen? Aufstehen und weitermachen, kämpfen. So ist es. Ja, kämpfen ist, weiß nicht, ob kämpfen das richtige Wort ist, aber liegen bleiben, es gibt ja nicht, doch, kämpfen ist schon das richtige Wort, es gibt ja nur drei Möglichkeiten, wie du mit Schwierigkeiten umgehst. Hinlegen, heulen, aufgeben, sagen, ich Opfer, ich Armer, bin ich nicht. Zupflastern mit härtestem Alkohol, Drogen, übermäßigem Sport, Fresssucht, Brechsucht, das ist ja auch eine Art von Kompensation, bin ich auch nicht. Aber ich bin halt dann der, wenn er getriggert wird, anfängt zu kämpfen. So. Und jetzt, ich muss mir nur überlegen, wo lohnt es sich zu kämpfen und wo lohnt es sich nicht. Ja, ich musste ja auch kapieren nach der Karriere, dass das, was mich eigentlich zu dem gemacht hat, was ich als Fußballer war, dieser unbändige Ehrgeiz und dieser Wille, dass der im richtigen Leben, wenn die Fußballkarriere endet, auch sehr, sehr hinderlich sein kann. Dass man sich selber beschneidet in seiner Freiheit oder in seinem Denken. Das sind alles Erkenntnisse jetzt aus den letzten paar Jahren. Merkst, es ist viel passiert. Oh ja. Aber es ist alles immer mit Scheiße losgegangen. Also es ist nie an einem wunderschönen Tag am See entstanden. Sondern immer an düsteren, traurigen. Ich habe auch geweint im Januar, weil jetzt der Controller nicht gepackt hat, was da alles passiert ist. Aber es hat auch dazu gehört. Und nochmal. Aufgeben ist keine Option, liegen bleiben ist keine Option, jammern ist keine Option. Aufstehen und kämpfen. Aufstehen und gucken, was das Leben eigentlich Schönes parat hat. Ja, konnte ich nicht.
konnte ich nicht im Januar, im Februar. Ich habe mich auch ins Fernsehen gestellt, ich war ein Zombie, ich war nicht bei mir, ich weiß auch nicht mehr, worüber ich geredet habe. Aber mir hat ein befreundeter Musiker der Band Champs, hört euch die Champs an, ganz, ganz tolle Band, die haben wir besucht mit Radiosendung. Und der hat es dann mitgekriegt in der Zeitung auf der Isle of Wight. Das ist unterhalb von Portsmouth, glaube ich. Ach so. Im Ärmelkanal. Mhm. Ganz tolle Insel, ganz tolle Jungs, tolle Musiker. Mit einer tollen CD übrigens. Die haben, dann hat er mir nur zurückgeschrieben, als er es mitgekriegt hat, Time is the key. Und man wartet einfach, dass der Schmerz aufhört und er hört irgendwann auf. Er kehrt immer in größeren Abständen mal, also in... Aber erst in geringen Abständen, erst geht er gar nicht weg, dann geht, und dann wird die Spanne immer länger und irgendwann ist er nicht weg, sondern wird er halt überlagert von positiven Dingen, die im Leben passieren. Wirklich sehr motivierend und schade, dass wir jetzt dieses Interview abbrechen müssen. Der Kameramann winkt schon die ganze Zeit. Haben wir uns verratscht, hä? Oh ja. Aber wir machen das gleich weiter ohne Kamera. Und zum Schluss unserer Sendung, wie es immer so ist, verleihen wir dir den Mein Vorbild Award. Dafür am besten einmal aufstehen. So, warte kurz. Ich muss das Mikro wegschieben. So, jetzt. Genau. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für deine Zeit. Hamid. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch gefreut. Ja. Und wir verleihen dir den Mein Vorbild Award für den außergewöhnlichen sportlichen Beitrag für unsere Gesellschaft. Vielen Dank. Deine Erfolgsgeschichte begeistert Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Und ja, gerade dein Weg zeigt, dass Zielstrebigkeit, der Glaube an sich selbst und gerade auch die Liebe zum Sport unglaublich viel bewegen kann. Und das haben wir gerade in diesem Interview auch gemerkt, gesehen, gehört. Dankeschön, und deswegen Hamid. Freut es mich sehr, dir den Mein Vorbild Award zu bereiten. Dankeschön, so. Hamid. Gerne. So, und wenn ich jetzt euch da draußen noch was sagen kann. Ja. Ich nehme an, du hast auch ganz viele Jüngere. Junge, sehr, sehr. So, liebe Leute, das Prinzip, wie ihr euer Leben gestalten könnt, das könnt ihr nur selber machen. Hofft nicht drauf, dass alles von außen kommt. In der Gesellschaft muss heutzutage alles von außen kommen. Anerkennung, Mut, Kritik. Aber ändern oder das Leben begreifen oder seinen Weg selber gehen, kann man nur allein. Also im Endeffekt, hofft nicht auf Hilfe, sondern macht selber. Bewegt euch. Danke.